Leute, ich bin's wieder, euer Grumpy Beard. Wir spielen wieder eine Runde Ark Survival Evolved. Mit mir am Start ist der Skullhead Oliver. Servus, Leute. Sexy Cora ist am Start und hat einen schönen neuen Hut, wie ihr schon gesehen habt letzte Folge. Ich habe ihn noch ein bisschen eingefärbt jetzt, dass es noch ein bisschen brachialer wirkt und damit... Brachialer? Ja, genau. Ja, doch. Schau mal, das Rot hinten, ey. Ja, stimmt schon. Das sind so Warnfarben. Ja, pass auf, wem du hier an den Hintern fasst. Aber Kontrast eher zu deinem Body, weniger zu dem Knochen. Ja, das ist leider wahr. Die Knochen sagen, halt dich von mir fern. Der rote Hinterkopf sagt, ist gerade schlecht, weil... Ich starte hier gleich mal, du weißt schon was. Die Zeitaufnahme, das ist sehr schön. Das vergisst der Grumpy nämlich immer. Das, nicht immer, aber eigentlich immer. So. Ja, was steht heute auf dem Plan? Wir haben absolut keinen Plan. Wir machen einfach wieder, was sich ergibt. Wir springen jetzt erstmal wieder von dem Turm, oder? Ich glaube, ich habe den Eindruck, er ist noch höher. Ja, das kann sein, dass da jemand... Wahrscheinlich sterben wir jetzt einfach kläglich, weil er noch höher ist. Aber du darfst nicht vergessen, mir nachher diesen Kanal zu geben. Ich will mir das echt mal angucken, was du vorhin meinst. Ja, mache ich auf jeden Fall. Und dann wäre es mir wirklich lieb, wenn wir irgendwann in dieser Session vielleicht oder in der nächsten Stunde noch das Thema Community-Projekte oder allgemeinen Server hier und die Situation ansprechen könnten. Du bist dann näher am Geschehen. Ja, können wir eigentlich auch gleich machen, wenn du möchtest. Ja, also die Sache ist die, ich habe jetzt schon ein paar Anfragen bekommen, ob Leute denn hier auf den Server kommen könnten, ob man denn nicht was zusammen machen kann. Wie sieht's denn da aus? Also prinzipiell finde ich, ist es eine ziemlich geile Idee, vor allem da wir ja hier auf einem PvE-Server sind. Die meiste Zeit, wenn Grumpy gerade nicht schläft. Und nein, war natürlich nur Spaß, wir haben das Feedback schon zu uns zu Herzen genommen. Ja, es ist ein PvE-Server, wir könnten hier zusammen bauen. Ich fände es wäre eine geile Sache. Allerdings besteht das Problem darin, wie ich schon mal irgendwann gesagt habe, der Server gehört halt einfach nicht uns. Wir sind hier auch nur zu Gast. Und wann der Server so richtig public geht und ob er public geht, weiß ich auch noch nicht. Die Verantwortlichen waren jetzt, ein Teil davon war auf der Gamescom jetzt erst neulich. Also jetzt so in der Vergangenheits-Grumpy und Olli-Ding. Die waren jetzt letzte Woche auf der Gamescom und da konnte ich auch nicht wirklich nachfragen. Wirklich viel spielen tun die im Moment dementsprechend auch nicht, weil sie recht viel zu tun haben. Und ja, wie das sich so aussieht, das müssen wir dann halt mal sehen. Prinzipiell fände ich es halt echt eine ziemlich coole Geschichte. Ich springe jetzt erstmal hier runter, bevor es dunkel wird. Wow. Hey, das ist ja mal echt krass hoch hier. Ah. Alter, das sind... Uff. Hä? Bist du auf den Dino gesprungen? Nee, aber pass auf, da sind Steine. Ja, natürlich sind da Steine. Das habe ich ja letztes Mal schon gesehen. Also die ragen auch aus dem Wasser raus. Ich weiß nicht, ob die letztes Mal schon da waren. Ja, also prinzipiell sind wir immer dankbar, wenn die Leute mit uns zusammenspielen wollen. Was wir uns vielleicht mal überlegen könnten, wäre halt mal einen anderen Server zu machen. So eine Art Spielwiese irgendwie. Vielleicht können wir auch einen selber auf die Beine stellen. Ich weiß da allerdings nicht, wie teuer das ist. Und zwei Server bespielen... Ja, weiß ich nicht. Man könnte es auch vielleicht so machen, dass man sich einfach mal zu einem Community-Treff auf einen Public-Server trifft und da vielleicht ein bisschen was baut. Das Problem ist halt, wir spielen halt hier mit unserer Bude und unseren Dinos und unserer Ausrüstung und die können wir halt leider nicht mitnehmen halt. Also es bleibt spannend, sobald es da irgendwie Neuigkeiten gibt und sobald ich weiß, wann der Server public geht, dann werde ich das natürlich auch nochmal in ein Infovideo packen oder halt nochmal hier sagen. Wahrscheinlich eher ein Infovideo, weil dann ist es ja... Wir produzieren die Folgen ja immer vor und dann ist es ja schon wieder Vergangenheit, ne? Wenn ihr das hier hört. Da werde ich dann ein Infovideo dazu machen, sobald ich da ein Update habe dazu und dann könnt ihr auch mit uns spielen, was halt echt eine coole Geschichte wäre. Ja, definitiv. Also, um es mal so zu sagen, I have a dream oder I had a dream. Also das war am Anfang war es ja irgendwie schon so geplant, als wir mit dem Projekt angefangen haben, damals noch zu dritt. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Dritte war, schon vergessen. da waren wir alle noch sehr, sehr klein vom Kanal her. Und da hatten wir dann so die Idee, später mal, wenn wir Abonnenten haben, dann könnte man da ja vielleicht mit Interessierten zusammen ein Dorf aufbauen auf einem PvP-Server. Und
ja, während wir dann vielleicht gerade andere Sachen aufnehmen oder unser Real Life machen oder sonst irgendwas, sind dann eben ist dann eben unsere Community auch online, wenn sie halt gerade Bock hat, und baut am Dorf dann eben weiter. Und ein-, zweimal in der Woche kommen wir dann dazu auf einen Community-Team-Speak-Server oder so und quatschen dann mit euch, spielen mit euch zusammen. Das wäre so der Plan gewesen. Allerdings sind da so ein paar Dinge, also das ist mal nur als Erklärung für euch als Zuschauer, was ich euch dann ja auch irgendwo schuldig bin oder wir euch schuldig sind. Da sind so einige Faktoren gewesen, die von Anfang an irgendwie dagegen gespielt haben. Zum einen, am Anfang war das immer auf den PvP-Servern, haben wir immer alles verloren gehabt und mussten wieder von vorne anfangen. Wir kannten uns selber mit dem Spiel überhaupt noch nicht so wirklich aus. Ja, und mittlerweile ist es jetzt eben einfach wirklich das Hauptproblem, dass dieser Server hier schlicht und einfach geschlossen ist und nicht uns gehört. Genau. Aber, wie der Olli schon sagte, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Wir haben, das ist hier nicht so, weil wir keinen Bock auf euch haben. Im Gegenteil, wir haben mega Bock auf euch, und sobald es Neues gibt, na, wie Olli schon gesagt hatte. Und wenn er natürlich die Info raushaut, werdet ihr auf meinem Kanal natürlich auch eine Info sehen, ist ja Genau, klar. du kannst es ja dann teilen oder selber eins machen. Das ist ja dann Richtig, ja, das kann eigentlich, man dann auch teilen ich sag oder. dir auf jeden Fall als erstes Bescheid, ne? Dann können wir beide Leute. so ein Infovideo raushauen, dann hat sich das. Also es wäre schon mal cool, und wenn es auch nochmal für einen, vielleicht machen wir auch einfach mal so ein Event draus, wo man einfach mal alle Leute treffen kann, die da Bock haben, Ja. mitzuspielen. Dann muss es ja gar nicht um was Großes gehen, kann ja dann echt mal, können wir mal eine Stunde Folge aufnehmen oder so, die ohne zu schneiden irgendwie ins Netz stellen, so als Zusatz und Punkt. Das wäre halt auch Ja, was denkbar wäre, irgendwie das ist so. jetzt, das ist eine richtig gute Idee, finde ich. Ja, so Also, Community-Treffen halt genau, dann mit macht man einen Olli und Server Grumpy auf, und dann macht man einen Hasser Server Lack, aus und weißt du? dann machen wir ein bisschen Spaß. Was da natürlich auch cool wäre, wäre ein eigener TS-Server dann oder so. Muss ich mal schauen, die kosten ja auch nicht mehr die Welt, ne? Ja. Okay, Leute, es ist hell Ja, oder man trifft sich in Skype, das geht ja auch. Das ist ja auch immer und noch ich glaube, ich eine springe da jetzt Möglichkeit. echt mal runter. Ich habe echt ein bisschen Schiss. Das glaubt man kaum, es ist ein Computerspiel, ich habe Schiss, da runter zu springen. Okay, also, ich jumpe. Hui! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Ja, Gott! du hast so diesen kleinen Moment, wo du Angst. Oh, ich hab dich fallen gesehen. Du hast so diesen kleinen Moment, wo du Angst hast, dass du auf irgendeinen so Stein springst einfach. Das ist Ja, so heftig einfach. der Moment ist immer erst, wenn ich im Wasser bin, ist der dann vorbei. So lange hält es bei mir eigentlich an. Ich bin so, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Höhenangst habe, aber ich habe schon, ich habe irgendwie, es hat glaube ich jeder Mensch, oder? Respekt vor der Höhe. Das gibt, Ja, das ist sogar ein psychologischer Unterschied, habe ich irgendwann du mal hast gehört. nicht Angst Angst vor vor der der Höhe. Nee, Höhe, du hast keine sondern Angst vor der Höhe, du hast Angst vorm Fallen. vorm Fallen, So ist genau. es. Genau, vor der Höhe hat man Respekt. Die Höhe kann einem so ja nichts. Du hast nur Angst, da runterzufallen. Ja, richtig. Das ist Das halt. stimmt. Ja, also. Stimmt. Du hast auch keine Angst vor der Dunkelheit, sondern davor, was darin lauert. Klar, Oh ne? Wenn ja. du. Dafür. Es ist halt aus der. Aus der menschlichen Vergangenheit, dass du halt Angst vor der Dunkelheit hast, weil sich halt Angreifer irgendwo Urängste, ja. anschleichen könnten oder wilde Tiere oder so, die sich dann eben besser anschleichen können als am Tag, wo du halt alles überblicken kannst. Und daher kommt es. Also Genau, das ist, glaube ich, Dunkelheit, Feuer, Spinnen, genau. also giftiges, Schlangen. Menschen haben ja auch eine Schlangen, natürliche ja. Angst vor Schlangen. Außer irgendwie, naja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt, ich habe schon Schlangen um den Hals gehabt. Ich Ich meine fänd's jetzt. da mal interessant zu wissen, wie sich jemand, der, weil wir kriegen ja, wir haben ja immer so Giftschlangen, wissen wir ja, kennen wir ja alle aus unserer Jugend, so aus den Disney-Filmen zum Beispiel hier aus König der Löwen, nee, Ja. Dschungelbuch und aus sonstigen Zeichentrickfilmen, bösen Schlangen und hier dann auch noch das christliche Motiv von der Schlange halt, das kriegst du ja in frühester Jugend eingetrichtert. Ich fände es mal interessant, wie es wäre, wenn du jemanden hättest, der noch nie, also der gar nicht weiß, was eine Schlange ist, und den damit konfrontieren. Ob der dann auch Angst hätte vor der Schlange, weil es was Unbekanntes ist vielleicht, und es eine Urangst Ich, ist, oder ob ja. er da ganz ohne Vorbehalte rangeht. Also, ich, ohne es jetzt zu 100% zu wissen, denn na, es gibt da sicherlich verschiedene Ergebnisse, aber ich glaube, dass das wirklich im Genom übergeben Das wird. kann Also, ich gut sein, glaube, dass ja. das, dass diese, das ist, weißt du, so Evolutionssachen, so Instinkte, und das kann sich aber auch relativ schnell ändern. Vielleicht ist es heute ja jetzt schon nicht mehr so bei den Kindern, Ja. weil Die haben eher Angst vor.
Das hatten wir. Vor Computer abstürzen. Während des Abiturs hatten wir das sogar in Philosophie mal das Thema, dass Tiere sich sogar relativ schnell auf neue Begebenheiten also praktisch umpolen, ja, und das direkt an ihre Kinder weitergeben, und die machen das dann, als ob das selbstverständlich, ja, wäre. Das geht innerhalb weniger Jahrzehnte teilweise, je nachdem, wie gravierend der Umstand ist. Mhm. Und so eine Angst vor Schlangen. Das siehst du in der Tierwelt aber auch. Hier im Ruhrgebiet wurde Braunkohle gefördert. Ja. Und auch Eisenerz und sowas halt zu Eisen gemacht. Dementsprechend war da eine relativ lange Zeit eine relativ schlechte Luft. Aber jetzt so aus Generationensicht gar nicht mal so lang. Ne? Also wenn du jetzt sagst, so über, wenn wir jetzt so über Evolution reden, da war es halt echt ein Bruchteil. Und dann hat sich der so eine Schmetterlingsart, der Birkenspanner. Eine Birke ist ja, hat ja einen weißen Stamm mit so Flecken, und die sind normalerweise weiß, die Birkenspanner. Ja. Im Ruhrgebiet haben die sich aber so an diesen, weil da sind die Birken natürlich dreckig dann, dadurch, dass da lauter Dreck in der Luft ist. Da sind die Birken so, ja, graubraun halt, also viel dunkler als bei uns. Und die Birkenspanner haben sich binnen, was weiß ich, 5, 6 Jahren so angepasst, dass die sich da quasi auf diesem Baum da auch tarnen können, auf den dunklen. Die sind also komplett durch die Bank alle dunkler. Weil halt die natürliche Selektion hat halt die Weißen weggefressen, weil sie die gesehen haben. Und es konnten sich nur noch die etwas dunkleren fortpflanzen. Und das geht halt wirklich, das ist rasend schnell. Also das geht wirklich schnell, ja. Im Vergleich zur menschlichen Entwicklung ist es halt, ja. Na klar, du musst, naja, Moment, der Mensch ist auch nur ein Tier. Ja, das sind aber also von der Generationenfrage her. Eine menschliche Generation ist natürlich viel länger als die von dem Schmetterling. Ja klar, nur ist es bei uns halt auch so, dass ich glaube, wir können mit viel mehr Umweltumständen irgendwie zurechtkommen und haben deswegen gar nicht die Notwendigkeit, ja, uns so schlagartig in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Ja, aber das wird, denke ich, auch eher an der Technik liegen, an unserem technologischen Halt. Das mag sein, wir können uns anpassen, ne? Ja. Wenn es zu kalt ist, dann bauen wir uns halt einen Feuerhochofen irgendwie. Ja, eben, aber Fell wächst dir ja trotzdem nicht, ne? Obwohl es kalt ist. Also du wirst dich eher technisch anpassen als physiologisch. Ja, das ist wirklich interessant. Da ist ja der Psychologe, ne? Du willst ja eventuell Psychologie studieren? Ich versuche, einen Platz zu kriegen, ja. Ja, aber dich interessiert sowas ja. Also du bist ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, sowas finde ich nämlich auch immer interessant. Auch dieser Aspekt so. Kennst du dieses Experiment? Welches? Dass du quasi. Es gibt zwei Gruppen. Und die einen sind quasi Häftlinge und die anderen Wärter. Und du hast immer. Ja, na klar. Mhm. Du hast, die werden nach Augenfarbe sortiert, also die braunäugigen sind halt dann irgendwie die Wärter und die anderen sind die Häftlinge. Es wird sehr schnell sehr hässlich. Und du hast wirklich diese Gruppendynamik dann, ja, dass die sich halt wirklich wegen ihrer Augenfarbe an Kragen gehen und das wirklich, ja. Das zeigt eindeutig die Schwäche im menschlichen Genom, würde ich jetzt mal sagen. Das ist wirklich, das ist eine Schwäche, die dem Mensch irgendwie zu eigen ist, das wirst du auch nie. Das kannst du auch nicht irgendwie mit, ja, die Gesellschaft ist so oder so. Nee, ich glaube, das ist dem Menschen eigen. Ich denke auch, ja. Wenn ein anderer Mensch kommt und sagt, das ist jetzt die Regel, das sind jetzt die Regeln, dann ist da immer ein devoterer Mensch, der sagt, ja, Sir, ich diene, ja. Das ist echt krass. Ach nee, jetzt habe ich einen Carnosaurier betäubt im Wasser und er ist im Wasser abgesoffen. Super. Ey. Das gibt's aber schon, das ist aber schon ziemlich lange, schon ziemlich alt, dieses. Das Experiment? Ja, sowas ist schon. 15, 20 bestimmt, Jahre, das ist auch. Das haben sie ja in Amerika wirklich mal so in so einem Übungsknast so durchgezogen, ne? Das ist wirklich. Ja, da gibt's da nicht auch einen Film davon irgendwie? Ja, der ist so ähnlich. Ich meine, ja, also ich glaube, es wurde aufgegriffen auf jeden Fall in dem Film. Ach ja, und für die eine Person, die das jetzt wieder kein Schwein interessiert, wegschalten. Geht zu, weiß der Geier wem. Wir hatten da neulich so einen netten Kommentar. Wir unterhalten uns ja öfter mal über irgendwelche Themen, die uns gerade so einfallen. Weil einfach nur Holz hacken irgendwie dann halt doch öde ist. Und da kam dann der Kommentar, das interessiert kein Schwein. Kein Schwein. Oh cool, ich habe Mega-Piranha getötet und krieg deswegen jetzt einen Eintrag ins
ins Büchlein, ins Klassenbuch. Ja, der Eintrag, das interessiert kein Schwein. Der Eintrag interessiert kein Schwein. Du, wenn's dich, wenn's jemand nicht interessiert, ne, wir zwingen weg. Niemanden. Also, ich habe noch niemandem gesagt, guck mein Video an. Richtig. Und ja, wie gesagt, wenn es dich nicht interessiert, dann guck woanders. Ich würde mal sagen, wir 99% halt, der Leute gefällt's hier. Wir haben halt unsere Themen, über die wir reden können, und über andere Themen halten wir die Fresse, würde ich mal sagen, wenn wir uns nicht auskennen, weißt du? Und, nee, das hält uns ist, ja nicht auf. Ja. Das hält uns ja nicht also, auf. Wir aber schön, dass du kommentiert hast trotzdem und dass du es trotzdem angeschaut hast, war trotzdem toll mit dir. Auch wenn es dich nicht interessiert hat, scheinbar. Das ist natürlich cool, nur verstehe ich auch. Oh, ach Mist, jetzt kann ich mich nicht bewegen. Verdammt! Jetzt bin ich in der Zwickmühle. Mach ihn jetzt. Ich glaube, ich crafte hier mal. Lass mal so ein Ding. Hast du zu viel geladen? Ja, irgendwie ist es blöd. Und jetzt stehe ich direkt vor. Ich komme nicht ganz an meinen Dino ran, kann mich aber auch nicht mehr bewegen. Ich fühle mich gerade wie so ein Affe, der. Weißt du, da gibt's doch diese. Ja, Beine, na, du fühlst dich nicht nur so. Du kennst doch diese Fallen für Affen, wo die dann in den Baumstamm reingreifen, greifen nach was und mit der Faust und kommen die dann stecken, nicht mehr raus. Ja. Und weil sie so dumm sind, lassen sie es nicht mehr los, ne? Ich könnte jetzt auch ein bisschen Holz einfach auf den Boden schmeißen, das Zeug in den Dino tun und das Ding dann wieder aufheben. Aber nee. Nix hergeben. Aus Prinzip mache ich das nicht. So, dann bauen wir mal hier noch drei so Fensterdinger für drei Seiten. Das passt. Hier noch so ein Lochboden. Leiter. So, was haben wir denn hier? Da glitscht doch schon wieder irgendwas im Felsen. Das sehe ich doch von weit. Was ist das denn? Okay. Ich wollte eigentlich mal was Normales zähmen und nicht so irgendwie, na gut. Gucken wir mal hier. Hier im Wald waren wir noch gar nicht. Schauen wir uns doch hier mal um. Oh, da ist so ein Federvieh. Und dann hacken wir mal weiter hier. Hackst du gerade Holz oder was? Ja, ich möchte ein bisschen weiterbauen. Wurde ja auch so ein bisschen gefordert, dass mal wieder ein bisschen Produktivität herrscht. Dann baue ich jetzt mal wieder ein bisschen am zweiten Tower, dass das mal ein Bild ergibt. Dass man die hier am besten auch, ich möchte hoch genug kriegen, dass wir da jetzt mal verbinden können. Was ich mir auch überlegt hatte, wir könnten doch mal eine Plattform bauen, die über den Felsen hinausragt. Das wäre tatsächlich mal eine Idee. Das sähe bestimmt richtig geil aus und dann oben machen, wir uns dann so eine, keine Ahnung, da können wir dann ja einen dritten Tower drauf bauen oder so. Ja, lass es doch mal machen. Ja. Ich tame hier gerade noch einen Dilo, weil der hier irgendwie rumrannte. Aber ich baue nur trotzdem, fange ich wirklich erstmal an, meinen Tower doch nochmal ein Stockwerk vielleicht zu erhöhen. Ja, das kannst du gerne. Dass man das vielleicht auch schon verbinden kann. Was passiert jetzt? Oh, es hat gerade gelaggt. So, Stone Arrows will ich bitte hier auf dem Bogen. Dankeschön. Nee, das ist natürlich so, nicht jedes Thema kann jeden interessieren, ist ja klar. Es nur muss doch auch nicht. Nö, also muss es ja nicht. Nur, ich weiß halt echt, dann, weißt du, wenn. Natürlich ist es erlaubt, so Kommentare zu schreiben, ist ja klar, man kann Kommentare schreiben, außer sie sind beleidigend oder Hater-Kommentare. Aber wenn, wenigstens, da muss man auch mal sagen, wenigstens ist das eine Person, die nicht den Daumen, der hat auch keinen Daumen nach unten gegeben oder so, sondern einfach nur gesagt, Thema interessiert kein Schwein. Das finde ich jetzt schon wieder ein bisschen zu sehr verallgemeinert. Da hätte man sagen können, Thema interessiert mich nicht. Weil. Ja. Und dann muss ich sagen, Klatsch, Klatsch, Chapeau, das ist eine ehrliche Meinung, das ist deine Kritik, Meinung, ja, genau. Ist absolut super, find's toll, wenn Leute ihre Meinung sagen und nicht nur so irgendwie so hinterrücks einfach einen Daumen nach unten geben oder haten oder so, aber kein Schwein, es gibt bestimmt Leute, die das interessiert, was wir hier labern, zumal das Spiel ja auch noch ein bisschen zählt, wir spielen ja hier auch noch. Genau, ab und zu. Ab und zu spielen, das ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Hä? Pascal will sich paaren. Pascal ist übrigens gerade im Urlaub. Sind gerade viele im Urlaub von unseren. Ja, schönen Urlaub. Falls ihr uns trotzdem verfolgt,
Ich wäre auch gern da, wo ihr jetzt seid, ihr Schweine. Ja, du gehst ja.